Die sogenannte Headline-Inflation war heute ein Ticken niedriger, die Kerninflation dagegen zum Vormonat ein Ticken höher, aber in der Summe, so sagen sich die Märkte, heißt das, dass die Fed morgen die Zinsen erstmal nicht anheben wird. Dementsprechend haben wir wieder Freude gesehen, zunächst vor allem beim Nasdaq, der dann allerdings nicht mehr so stark war wie der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, also diese Rotation läuft derzeit weiter zwischen Nasdaq und der Russell 2000. Der Nasdaq jedenfalls ist jetzt ziemlich am Anschlag. Das ist schon eine Überkauftheit, die man durchaus als historisch bezeichnen kann. Schauen wir uns hier die Daten mal an. Wir haben die Inflation CPI 4,0 statt 4,1. Wir haben 0,1 statt, naja, 0,2, 0,1 erwartet. Also mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Die Kerninflation 0,4 zum Vormonat. Und Core, also die Kerninflation, 5,3 statt 5,2 erwartet, mehr oder weniger könnte man sagen, im Rahmen der Erwartung. Wir sehen, dass Shelter, diese Unterkunft, Miete, all diese Dinge, die ist ein bisschen zurückgekommen. Das war einer der großen Inflationstreiber gewesen. Und wir sehen, dass die sogenannte Supercore, also die Superkernrate, das von Jerome Powell erklärtermaßen am stärksten beobachtete Instrument, nämlich die Kerninflation, also Inflation ohne Nahrung und Energie und Miete, Immobilien, also all das, was mit Wohnen zu tun hat, 4,6%. Das ist jetzt zum Vorjahr der niedrigste Wert seit 2022, aber gleichwohl immer noch ziemlich hoch. Es ist ja nicht so, dass wenn die Inflation nur leicht steigt, die Preise dann praktisch in irgendeiner Form zurückgehen, sondern die Preise steigen ja von einem sehr hohen Plateau noch weiter und das ist das große Problem. Hier sehen wir einfach mal diesen Rückgang. Wir sind jetzt wieder auf der Inflationsrate, bei der wir waren Ende 2020, als die Fed noch sehr fröhlich Anleihen gekauft hat. Das ist die längste Strecke der Abkühlung einer Inflation seit 1921. Da kommt der Basiseffekt natürlich jetzt. Gemeint sind immer die Vorjahresmonatswerte. Und da ist natürlich der Basiseffekt entscheidend. Wenn du die Latte immer höher legst, wie das ja mit der Inflation war, dann ist es natürlich immer schwieriger, da auch deutlich drüber zu springen. 11 Monate jetzt in Folge, dass wir da eine rückläufige Inflation gesehen haben, aber die sogenannte flexible Inflation, die ist zurückgegangen, aber die sogenannte Sticky Inflation ist immer noch sehr high, etwa jetzt immer noch so hoch wie auf dem Niveau von 1982. Ja, und an der Wall Street hat sich jetzt ganz klar die Auffassung durchgesetzt, nein, also damit ist jetzt klar, die Fed wird morgen die Zinsen nicht anheben. Die Wahrscheinlichkeit, die in den Fed Fund Futures eingepreist ist, nur noch 5,8%, also mehr oder weniger ausgeschlossen, kann man sagen. Die Fed wird da die Märkte nicht überraschen wollen, aber wir sehen, dass die Güterpreise wieder ein bisschen angezogen sind und vorher war ja vor allem der Dienstleistungssektor hier das Problem, aber vor allem geht der Kaufkraftverlust der Amerikaner weiter. 25. Monat in Folge verlieren die Amerikaner, ähnlich wie wir Deutschen, natürlich pro Monat Geld, weil die Inflation mehr steigt oder höher ist als eben die Löhne. Und wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, dann sehen wir hier, das war die Prognose von JP Morgan, 4,0 bis 4,2, dann 0,75 bis 1,25% nach oben. Ganz so viel ist es bisher, kann sich natürlich jederzeit ändern, nicht geworden. Goldman Sachs auch mit einer Prognose, die ähnlich gelagert war, aber insgesamt sehen wir, wenn wir jetzt nochmal vor allem zu den Tech-Werten kommen, wie krass jetzt die Dinge gelaufen sind. Long Big Tech ist jetzt der mit Abstand most crowded Trade, angestiegen von knapp über 30% bei der von der Bank of America befragten Analysten auf jetzt 55%. Das ist ein massiver Anstieg. Man ist auch übrigens long in japanischen Aktien. Der Nikkei, glaube ich, das erste Mal seit vielen Jahren wieder über der 33.000er Marke. Und hier sehen wir den Nasdaq. Sven Hendrik weist hier darauf hin, der wöchentliche RSI, also relative Stärkeindex, ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Marktes, jetzt höher oder so hoch wie zuletzt im August 2021 und der Nasdaq auch gleichzeitig so weit entfernt über seinem 200-Tages-Durchschnitt wie oder zumindest so weit entfernt von seinem 200-Tages-Durchschnitt, dass außerhalb dieser Corona-Manie, als damals die Fed und andere Notenbanken die Zinsen auf Null gesenkt hatten und Liquidität ins System geschüttet hatten, dass da praktisch immer eine Korrektur erfolgt ist. Hier sehen wir mal Tech-Werte, wie weit die teilweise von ihren gleitenden Durchschnitten entfernt sind. Vor allem eine Google,
ist die hier zu nennen, aber natürlich auch eine Tesla, die heute, es ist der 13. Tag in Folge, steigt, weil ja die Zahlen unbedingt so viel besser werden. Immerhin ist es so, dass jetzt die profitablen Tech-Werte am meisten steigen. Wir hatten ja schon auch Phasen an den Märkten. Wir erinnern uns an ARK Innovation, meiner zweitbesten Freundin Cathie Wood, als vor allem die unprofitablen Tech-Werte stiegen, also Junk, wenn man so will, nach oben gepusht wurde. Das immerhin ist jetzt anders. Aber in der Summe, am 16. März 2022 hat die Fed begonnen, die Zinsen anzuheben. Damals waren wir bei 4.358 um und bei, da sind wir jetzt auch, aber die Zinsen sind über 5%. Es ist ein Bullenmarkt, das ist jetzt die allgemein akzeptierte Auffassung. Gleichwohl sind viele Fondsmanager unterinvestiert in Equities in der Summe, nicht in Tech-Aktien, da sind sie überinvestiert, aber in Aktien allgemein. Deswegen sehen wir wahrscheinlich solche Rotationen wieder rein in den Russell, der ja schwer verprügelt wurde. Da sind die Regionalbanken mit drin und sie sind auch sehr stark in Bonds. Also man kauft Bonds, spekuliert also auf steigende Kurse und fallende Renditen. Aber wir sehen, dass heute zum Beispiel die Renditen trotz dieser leicht niedrigeren Inflation nicht gefallen sind, sondern leicht gestiegen sind. Wir sehen auch, dass Gold nicht gestiegen ist, sondern leicht gefallen ist. Erstaunliche Beobachtungen. Und hier sehen wir mal jetzt auch das geringste Cash-Niveau der von der Bank of America befragten Fondsmanager von 5,1%, so niedrig wie seit Januar 2022 nicht mehr, zeigt also, dass die jetzt stärker investiert sind. Es zeigt, die Gier am Markt wird immer größer. Jetzt sind wir schon bei 80 im Fear and Greed Index. Das kann nur besser werden, weil solange wir unter 100 sind, wird nicht verkauft. Und wir sehen jetzt auch hier Bespoke mit dieser Grafik. Damit der Markt weiter steigen kann, braucht er einen Pullback. Wir sind extrem überkauft in jeder Hinsicht, jetzt etwa auch der S&P 500, aber es ist vor allem der Nasdaq, der ja noch viel besser gelaufen ist, die hier praktisch nach oben geschossen sind. Es braucht jetzt, wie Nomura sagt, nur ein kleines Ereignis, um mal ein Risk-Off-Event hier zu ermöglichen oder auszulösen, und das könnte dann der Verfall sein am Freitag. Da könnten im Vorfeld die Market Maker dann ihre bestehenden Long-Absicherungspositionen auflösen. Die wetten ja gegen die Kunden, kaufen Kunden Calls, wetten auf steigende Kurse, müssen die Market Maker, wenn sie abgesichert sein wollen, gehedged sein wollen, mitgehen, also kaufen sie auch. Dann verfallen diese Optionen, dann brauchen sie diese Absicherung nicht mehr, verkaufen dann, also gemeint die Market Maker. Und erstaunlich, darüber spricht kaum jemand, in Großbritannien sind die Anleiherenditen jetzt stärker oder höher, sind stark gestiegen und sind jetzt höher als damals, als diese Geschichte mit den Pensionskassen war, als die Pensionskassen in der UK fast aus der Kurve geflogen wären. Das ist der höchste Stand der Renditen seit 2008, vor allem weil die Arbeitslosigkeit sinkt. Die haben auch Arbeitskräftemangel und die Löhne deutlich steigen. Und in Deutschland sehen wir, dass unser Lieblingsminister Habeck jetzt sehr optimistisch ist in Sachen Wachstum. Er erwartet 0,4%, und das, obwohl wir derzeit schon in einer Rezession sind. Und wie heute vor allem der ZEW gezeigt hat, was die aktuelle Lage betrifft, die wird sehr, sehr schlecht eingeschätzt, so schlecht wie seit Januar nicht mehr. Auch wenn jetzt die Erwartungen wieder ganz ordentlich sind, nach wie vor im Minus sind, aber etwas optimistischer sind. Aber die Erwartungen haben sich bisher nicht erfüllt. Nicht so wirklich. Wir sehen, dass die aktuelle Lage nach wie vor miserabel ist. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Anleger massiven Tech-Aktien, das, was ich erwähnt hatte, hier erfahren Sie nochmal genau, was da abgelaufen ist. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung, meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die hat jetzt Ideen für KI-Aktien. Da muss man natürlich unbedingt mit dann, wenn Cathie Wood das empfiehlt. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.